Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Anno Let's Play Ruth's Replaycast. Ihr hört es wahrscheinlich, ich bin ziemlich erkältet, aber ich bleibe bei einem Leitspruch treu. Jeden Tag ein Ruth's Video und deshalb nehme ich auch heute auf, wo ich total krank und total verschnupft bin. Und ich hoffe, das macht euch einfach mal nichts aus. Die Karte ist Schwerkraft-Mittelpunkt. Hierbei kämpfen jetzt ja gegen Japan, zumindest hieß so das Replay-Pack. Ich meine, Aman, Kagetora und Mia, Goal. Klingt auch so ein bisschen asiatisch. Aman auf der linken Seite spielt den Briten. Kagetora in der Mitte spielt den Russen. Und Mia, Goal spielt den Deutschen auf der rechten Flanke. Switchen wir mal um in das Team, aus dessen Sicht mir das zugeschickt wurde. Ja, The Hades, Chef des Ja-Clans, spielt hier auf der linken Seite den Amerikaner. Ja, Swiss One-Shot spielt hier in der Mitte den Briten. Und ja, Mighty Potato spielt auf der rechten Seite den Russen. Also ziemlich ähnliche Aufteilung, auch wenn sie nicht genau gegenüber sitzen. Hier der Brite so ein bisschen überkreuzt, der ja Russen ein bisschen überkreuzt und die sehen sich ziemlich ähnlich, also die beiden Allrounder, der Spammer und der Luftbaron. Und ich denke, wir starten dann einfach mal ins Gefecht. Gucken wir mal wieder erstmal, was das rote Team macht. Dreifach Blitz auf die jeweiligen Basen. Man erkennt hier, erster war der, dann der, dann der. Hier werden gespielt eine Panzerbasis, ein Nachschubdepot und ein Nachschubdepot. Panzerbasis weit nach vorne. Hier wird gespielt die Kaserne und die Kaserne. Die zweite ist das, dürfte das da sein. Und hier wird das Nachschubdepot und habe ich irgendwie eine Kante. Das Dreifach-Nachschubdepot und ein Flugfeld. Habe ich irgendwie eine Kaserne übersehen? Ja, das sind drei Trucks, tatsächlich. Einer nach da, einer nach da, einer nach da. Sehr interessanter Start. Gucken wir uns bei hier an. Auch jeweils nur Blitz. Hier kommt allerdings dahin die Artillerie- und Luftabwehrbasis und Kaserne und Panzerbasis. Kommen die von ihm? Kommen die von ihm? Oder hat er die so schnell gesetzt? Wir werden sehen. Auf jeden Fall, hier wurde gerade die erste Kaserne gefunden. Da nicht auf da nicht auf Spitz gedeckt wurde, sondern erstmal ein Hurricane rauskam. Hier wurde jetzt Kaserne dorthin gepflanzt. Ah, die zweite Kaserne kommt auch von ihm. Außerdem spammt er hier jetzt Guardia gegen den Gegner. Und dann wechseln wir mal ins neutrale Lager, ins neutrale Jager, genau, Jagdclan-Lager, ja. Gucken uns an, was die hier so fabrizieren. Jetzt ist natürlich der Amerikaner schon im Vorteil gegen den Deutschen. Der Deutsche muss erst seine mittleren Panzer tacken. Der Japaner, der Amerikaner hat die gleich dabei. Hier wurden jetzt die Spitfire getaggt und werden auf dem Flughafen gebunkert. Hier wird getaggt auf Panzer 4, denke ich. Ich denke nicht, dass die jetzt auf den Tiger gehen werden. Zusätzlich ist hier halt so ein minimaler Runway jetzt vorhanden. Auf dieser Seite wurden die Spitz aber auch schon getaggt und sind in der Luft. Zusätzlich gibt es hier leichten Anti-Air-Support. Damit könnte er den Luftkampf gewinnen, weil nur selbst ein bisschen Anti-Air entscheidet hier schon über Sieg oder kann hier schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Hier geht es jetzt weit gespreadet auf die gegnerische Infanterie. Mya Goal kapituliert, beziehungsweise ist wahrscheinlich rausgeleckt. Aman übernimmt selbigen und damit ist das hier an sich auch schon eigentlich gegessen. Sie sind jetzt, wenn der Brite hier sowas übernehmen soll, eine Panzerbasis und halt eine komplette Basis, das kann Kagetora nicht halten. Sehen die auch ein und kapitulieren. Ansonsten wäre es ein schönes Gefecht gewesen. Ich denke auch, dass der Push durchgegangen wäre.
und damit ein groß und sie damit einen großen Schaden hätten fabrizieren können. Aber naja, einmal ein schönes Spiel für zwischendrin, wo der Gegner rausleckt. Warum nicht? Braucht man zur Volkserheiterung auch. Und dann sage ich mal, sehen wir uns im nächsten Replay wieder und ciao bis dahin.